So, let's go. Zweiter. Neben mir. Hinter mir. Oh mein Gott. Yo Leute, Brot ist wieder am Start und heute gibt es das Video, wo wir die Obsidian-Tarnung für die AX50 freischalten werden. Und ich wollte die Tarnung nicht mehr so nennen. Ich habe die letzten zwei Tage nichts anderes gemacht als genau das. Habe gefühlt mehr Hitmarker gemacht als überhaupt Kills in den letzten Wochen. Und wir sind jetzt bei 123 von 125 mal diese 15 verdammten Kills. Und dann bekommen wir die Obsidian-Tarnung. Ich möchte, dass ihr jetzt so viele Likes auf dieses Video da lasst, wie ihr nur könnt. Ich würde mich einfach sehr darüber freuen für diesen Grind hier. Ich habe die letzten zwei Tage einfach mich eingeschlossen dafür. Mit dieser Klasse hier habe ich das gemacht. Ihr seht ja schon hier die Sachen, die ich darauf spiele. Hier noch den Schaft für ZV-Geschwindigkeit und ich habe teilweise auch eins davon weggepackt und dann mit Scout-Visier oder dem Söldner-Visier gespielt. Und bevor wir uns jetzt in die letzten zwei Runden stürzen, gibt es jetzt eine kleine Montage mit den Highlight-Clips, die ich da für euch erspielt habe. Ganz viel Spaß damit und danach werden wir diese verdammte Tarnung endlich erspielen. So, da sind wir auf Shoothouse. Shipment werde ich mir nämlich nie wieder geben in meinem Leben. Hoffentlich jetzt die letzte, vielleicht vorletzte Runde. Und wir versuchen direkt hier vorne die Kills zu machen. So, das habe ich nämlich die ganze Zeit. Ich habe auch teilweise Shoothouse gespielt. Mein Aim ist mittlerweile auch echt besser geworden, dadurch, dass ich jetzt wirklich zwei Tage nichts anderes gemacht habe, als die AX50 zu spielen. Und schon mal ein kleiner Tipp für alle, die jetzt auch auf diese Tarnung gehen. Ihr könnt auch, wenn ihr die 15 Kills nicht schafft, einfach entspannt die nächste Runde weiterspielen, weil die Kills sich in den nächsten Runden übertragen. Ja, wieder so typisch, dass ich jetzt fast keine Gegner sehe und jetzt einfach nur schnell die Kills machen will noch. Und dass man die Kills wenigstens mit in die nächste Runde nimmt, das finde ich halt persönlich sehr nice, damit man auch insgesamt nur die Kills machen muss. Wenn ihr euch ausrechnet, 125 mal 15 sind, glaube ich, 1875 oder so. Die haben wir jetzt hoffentlich gleich endlich geschafft. Und ja, falls ihr noch neu auf dem Kanal seid und noch kein Abo dagelassen habt, würde es mich auch mega freuen, wenn ihr das noch machen würdet. So, das ganze Feedback von euch zur Zeit ist auch einfach nur mega krank. Oh Gott. Aber es dauert halt auf Shoothouse auch wesentlich länger. Oh, als wenn man Shipment spielt. Oh. Aber generell, wie stumpf diese ganze Challenge ist. Und gegen was für Götter man die ganze Zeit spielt, die keinen einzigen Schuss, wirklich, das ist ohne Witz kein Scheiß. Ah, zu 99% verfehlen meine Gegner fast keinen Schuss. Oder es fühlt sich einfach so an, weil die alle so übertrieben gut sind. Ich bin doch einfach nur übertrieben froh, wenn ich das gleich durch habe. Nein. Hältst du mal nach, danke. Hab ich. Hier noch mehr. Jo. Camp doch nicht so rum. Was? Wir sind gerade jetzt genau bei 20 Kills diese Runde. Es könnte, wenn ich mich beeile, sogar diese Runde noch klappen, oder? Weil es kann auch sein, dass ich gar nicht mehr genau 30 brauche. Oh je, komm Leute. Feuershotgun! Nein, schon wieder. Oh, hab ihn. Diese Qual die ganze Zeit, was für Gegner da rumlaufen und alle spielen sind nur irgendwelche ekelhaften Sachen. Ja, das macht auf jeden Fall am... Oh Gott, das ist auf jeden Fall am geilsten an der ganzen Sache. Ey, wir sind bei 23 Kills. Vielleicht, ich hoffe, ich vergesse... Ich hab's schon! Hä? Das war halt der letzte Kill, wie random war das denn? Ich sterbe und sehe das nicht mal richtig. Oh mein Gott, wir haben es schon geschafft. Ich kann endlich aufhören. Alter, und das war ja nochmal mega der nice Kill gerade zu der Tarnung. Was ein befreiendes Gefühl das gerade ist. Wie viele Stunden habe ich da rein investiert? Bestimmt 20 Stunden oder so. So, nochmal Killcam, genießen wir das Ganze. Und ganz ehrlich, ich bin gerade so froh, dass wir das geschafft haben. Zack,
Mir fällt ein Stein vom Herzen, Mann. Hier kommt es. Kommt es nicht? Doch, hier kommt es jetzt nochmal. Screenshot ist am Start. Und die Runde geht direkt weiter. Ich konnte nicht mal rausquitten. Nee, ich spiele kein Shipment mehr. Diese Map gebe ich mir nicht mehr. Da kommt gerade diese ganze Frust und Verzweiflung raus, weil wir jetzt endlich diese verdammte Obsidian-Tarnung haben und damit jetzt in-game gehen können. Ihr merkt ja, wie Bock ich gerade habe, weil es ist einfach, auch wenn die Tarnung vielleicht nicht die geilste ist bisher, vielleicht ändern sie ja noch, dieser Grind, einfach, dass ich es hier so sehen kann, war es schon gefühlt wert. Das Besondere ist, dass die Tarnung halt wirklich alles komplett schwarz macht, egal was man draufpackt. Okay, ich bin saugespannt. So, da ist die Tarnung. Gönnt sie euch. Sie ist komplett schwarz. Und wenn man nachlädt, ist geil. Das sieht nice aus. Ja, und sieht so vor allem in der Sonne auch ziemlich verchromt aus, sage ich mal. Wenn man in der Dunkelheit steht, dann macht das auf jeden Fall einiges her. Also wenn man sprintet oben und alles, dass es halt von der Sonne so angescheint wird. Der Scope ist natürlich auch alles komplett schwarz. Es ist halt an das Original angelehnt. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie irgendwie noch ein bisschen was daran ändern, dass die einfach nicht so ganz matt oder so aussieht. So ultra krass finde ich sie bisher nicht. Ihr könnt ja auch eure Meinung mal reinschreiben. Oh, guck mal, hier sieht das richtig nice aus in dem Licht. So, je nach Lichtverhältnis bockt das auf jeden Fall. Sieht so ein bisschen mehr Silber aus und alles. So, einmal schießen, dann, wenn man so nachlädt. In dem Licht hier, guck mal. Oh ja, das sieht heftig aus. Guck mal, da, ey, das gefällt mir halt einfach übel gerade. So, Freunde, lasst uns das Ganze nochmal hier schön auf Shoothouse genießen. Also mit der blauen Uhr und der Tarnung dann. Das gefällt mir schon irgendwie, muss ich sagen. Also vor allem in der Dunkelheit, da sieht die Tarnung halt sehr geil aus. Und Rainer, oh Gott, wenn ich den jetzt kriege noch. Ich sehe gar nichts, habe ihn trotzdem. Alles klar, Mann. So. Oh, so im richtigen Licht ist das schon nice. Ich habe schon einen Prinzenschlag. Wait a second, hau ich mal hier hin. Nicht sterben, komm. Überlebt das jetzt? Ich wollte ja auf Streak gehen mit euch, Leute. Probieren wir das mal. Nicht selber töten. Komm, wo sind die? Nein, Teammates sind hier. Ich komm. Wenn er wieder nicht schießen kann. Moin, Leute. Alles klar. Aber irgendwie feiere ich das. Ich mag die Tarnung. Jetzt, wo ich sie selber. Oh. Oha. Ob es das jetzt wert war, so lange dafür gegrindet zu haben, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich bin einer der Ersten, die sie jetzt auch für die AX50 haben, und das macht mich halt irgendwie ein bisschen stolz, so einfach, dass ich das nicht für die M4 oder MP7 gemacht habe, sondern mich hingesetzt habe und einfach wirklich das... Dann habe ich eine Pistole. Oh, easy. Für eine andere Waffe gemacht habe als alle. Ey, diese Drecks-Feuer-Shotguns, ich hasse euch. Man fühlt sich direkt mächtiger irgendwie mit der Tarnung. Alles klar, let's go, Mann. Komm, wir hauen jetzt nochmal richtig geiles Gameplay raus. Ich hab übel Bock. Ha? Ich kann auch verstehen, wenn manche sagen, dass sie die Tarnung auf der PS4 nicht so geil finden, weil die da halt wahrscheinlich nicht so nice aussieht. Wie auf dem PC mit so richtig geiler Auflösung. Ich habe jetzt auch die gesamte Zeit, wo ich die Tarnung hochgespielt habe. Oh, let's go. Junge, einfach keinen einzigen Sniper gesehen. Alle spielen sie nur mit Shotguns oder ARs oder MPs. Ey, ich schwör's euch, mein Herz, ne? Oh mein Gott! Ich habe gerade gesehen, dass er hier hochgelaufen ist und hab random No-Scope gemacht. Alter Falter, was ein Schuss gerade. Junge, sowas bockt halt natürlich, wenn man das mal hittet. Kranke Scheiße. So, jetzt bin ich wieder absolut motiviert. Ah, das Gefühl, diese Tarnung jetzt zu haben, ist schon unbeschreiblich nice. Jawohl. Snipe sitzen. Jetzt brauche ich nur noch einmal eine geile Runde. So, nach mittlerweile über 2000 Kills innerhalb von, ja, weniger als 48 Stunden... So, let's go. Zweiter. Neben mir. Hinter mir. Ach, du heilige Mama Mia. Die Gegner können so verkaufen gehen. Ich habe so seine Ehre genommen. Das Nachladen sieht auch so schön aus. Zeig mir das. Das kann doch nicht legit sein. Aber daran seht ihr halt, gegen was für Leute ich spiele. Um hier auch dann die Streaks zu spielen, ist halt einfach dann nur sehr viel wert, wenn man das schafft. Übrigens kommt jetzt ihr ins Spiel, weil ihr könnt mir jetzt in die Kommentare schreiben, ja, auf welche Waffe ihr als nächstes Bock hättet, die ich dann auf ich kann es gar nicht aussprechen, weil ich so keinen Bock mehr darauf habe. Ich baue jetzt, glaube ich, erstmal ein paar Tage Pause vom Multiplayer, zocke jetzt einfach schön mit der Tarnung hier Warzone, hol mir den noch kurz weg, hol mir den noch weg. Oh, Schuss! Ich konnte schon wieder nicht schießen. Ist hier einer? Oh Gott, der soll mal kommen. Wo? Hinter mir? Nein, durch die Wand, Kleine! Aber was mir ganz wichtig ist, schreibt mir bitte eine MP mal. Also welche MP ich zum Beispiel spielen kann. Ich weiß auch noch nicht so ganz, ob ich mich hundertprozentig dann...
daran halte, was ihr mir schreibt. Aber ihr könnt ja gerne hochvoten, was ihr am liebsten sehen würdet. Und wenn da HDR steht, die Kommentare werde ich instant löschen. Nee, aber was sind die denn schon wieder? Natürlich nicht ernst gemeint, was ich gerade gesagt habe, aber ich würde behaupten, die Sniper sind insgesamt am schwersten, auf Obsidian zu spielen. So. Get verdammt nochmal reckt, Junge. Albern. So, volle Konzentration nochmal. Oh mein Gott. Allein für solche Shots würde es mir doch eigentlich schon ganz gern gegönnt worden sein. Da oben noch. Oh, let's go. Alter, man muss so sweaten. Das ist ja pure Wahnsinn. Nein, Luftraum ist nicht frei. Warte, warte. Warte, warte. Mach den Luftraum frei. Nein, da oben. Lass mich. Alter, muss ich. Ich muss so schwitzen. Oh mein Gott. Ist mir jetzt alles auch so egal. Hau raus. Oh nein, hier sind alle. Macht natürlich, wenn er soll, gar keinen Kill. Ich habe Vitol. Ist mir egal. Ist mir alles egal. Ich sterbe jetzt. In diesen kranken Schwitzer-Lobbys gerade nochmal so reingegeben den Gegnern. Und jetzt hauen wir noch ein paar geile Snipes raus. Let's go, Mann. Man muss ja auch solche Shots raushauen, damit die Gegner eigentlich direkt weg sprayen wie sonst was. Oh nein, ich hasse es. Nein. Und let's go, one best. Die Renetti, Mann. Beste Pistole. Ich fühle mich gerade wieder wie mit Locus in RK5. Ohne Spaß. So, Junge. Genau so. Passiert. Ich komme nicht weg. Was? Lol. Hä? Habe ich einen Wallbang gemacht? Nee, keine Ahnung, wo der andere war. Oh mein Gott, let's go. Alter, der No-Scope auch. Genau solche Shots, Alter. Die will ich nochmal hitten. Ich glaube, da wird heute die ein oder andere Konsole verkauft werden. Warte mal kurz, den Luftschlag da rein. Da kommen sie wieder. Oh, ich hätte gerne eine normale Waffe. Nein, SKS, nein, nein, nein. So nicht. Ich hole mich wieder selber. Ich hätte wieder Vitol gemacht. Ja. Ja. Hinter mir. Ah. Alter. Oh mein Gott. Und damit ist das Video zu Ende. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Haben wir noch einen Gegner hier? Ja. Alter, jetzt geht's auf einmal nochmal rein, oder wie? Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Oh, oh. Hab ihn. Nein, Hitmarker. Was? Wir haben es geschafft. Die AX50 ist auf Obsidian. Ihr könnt hier das letzte Video anschauen. Sehr gerne auf Instagram einfach @maxchillig noch folgen. Auf dem Weg zu den 150k dort. Ich hoffe, die ändern noch ein bisschen was an der Tarnung, dass die ein bisschen geiler noch aussieht. Schreibt mir die nächste Waffe in die Kommentare und auf jeden Fall gerne auch, was ihr gerade schon hochgespielt habt. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. So, erstmal eine Runde Shipment.